Hallo ihr Lieben, das letzte Top 5 Video ist schon eine Weile her, soweit ich mich erinnere. Und ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit dafür. Aber irgendwie hatte ich nicht so viele Ideen in letzter Zeit. Und jetzt hatte ich irgendwie diese Idee. Und zwar möchte ich euch heute die Autoren, beziehungsweise es sind Autorinnen, glaube ich, alle, die bei denen ich beim ersten Buch total begeistert davon war, beziehungsweise es gut fand, und je weiter und je mehr ich von der Autorin gelesen habe, umso mehr hat meine Freude darüber einen Dämpfer bekommen oder umso mehr mochte ich ihre Bücher eher nicht so gerne, beziehungsweise waren die dann doch nur noch mittelmäßig und ich bin jetzt nicht mehr zu diesem Zeitpunkt so euphorisch über diese Autorin. Und ja, das ist manchmal so ein bisschen blöde, weil man denkt beim ersten oder auch beim zweiten Buch, das man von der Autorin liest, juhu, ich habe meine Lieblingsautorin oder eine meiner Lieblingsautorinnen gefunden. Und dann, je weiter man liest, umso mehr denkt man so, eher doch nicht, leider. Versteht ihr, was ich meine? Das habt ihr sicher auch schon. Wenn ihr solche Autorinnen oder Autoren habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, bei wem es bei euch genauso ging wie bei mir jetzt. Deswegen fangen wir direkt an. Die erste Autorin ist eine, die mehr so im Contemporary Romance Bereich schreibt, in der Jugendbuchabteilung. Und zwar habe ich das erste, was ich von ihr gelesen habe, war, glaube ich, auch dieses hier. Ich glaube schon. Du oder das ganze Leben von Simone Alkeles. Das hatte ich damals in der Bibliothek ausgeliehen gehabt. Fand es ganz toll, habe es nachgekauft. Es war leider nur diese Club-Ausgabe. Ist jetzt nicht ganz so hübsch und passt nicht so toll zu den anderen, aber ist okay, solange ich es hier hatte. Ich fand es so einfach gut. Ich mochte es gerne, dass es halt mehr Tiefgang hatte, als man auf den ersten Blick gemerkt hat und dass es am Anfang so vor Klischees getrieft hat und dann diese Klischees immer mehr auseinandergebrochen sind und das auch irgendwie ein bisschen spannend war und emotional und so weiter. Jetzt habe ich es, glaube ich, zum zweiten Mal auch gelesen gehabt letztes Jahr, war davon dann doch nicht mehr ganz so begeistert. Ich habe jetzt halt auch mittlerweile mehr in diesem Genre gelesen, sodass ich es vielleicht auch mehr vergleichen konnte oder weil ich es einfach schon kannte, war ich nicht mehr so begeistert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mochte ich das gerne und wollte natürlich dann mehr von der Autorin lesen, habe ich auch und immer mehr und immer mehr. Und das war jetzt eins der letzten Bücher, glaube ich, die ich von ihr gelesen habe. Somit eins der letzten Bücher ist auch das neueste, soweit ich weiß. Und zwar ist das Herz verloren von Simone Alkeles. Und ja, je mehr ich von ihr gelesen habe, umso mehr habe ich gemerkt, wie ja fast schon 0815 ihre Plots sind. Also es ist so das, was man schon tausendmal gelesen hat. Ich meine, in diesem Genre ist das auch irgendwie nicht so innovativ normalerweise. Und da kann man halt auch nichts groß anderes machen als so andere Autoren. Aber irgendwann hat man das schon irgendwie satt, denke ich mir mal. Ich weiß nicht, es hat mich einfach nicht mehr so mitgenommen. Ich fand es okay, ich habe es ganz gerne gelesen, aber es war jetzt nichts, wo ich denke, wow, das war jetzt total die beste Lektüre ever oder es war total gut für zwischendurch und hat mich emotional berührt oder so. Nö, eigentlich irgendwie gar nicht. Es war einfach in Ordnung, aber ich hätte es jetzt auch nicht lesen müssen. Dazu existiert eine Rezension, die verlinke ich euch, da könnt ihr auch noch mehr über diese Geschichte erfahren. Dann die nächste Autorin ist auch so eine Liebesgeschichtenautorin, aber die schreibt, glaube ich, mehr so im New Adult Bereich, obwohl ich finde, dass diese ersten paar Reihen von ihr mehr so auch im Contemporary Romance Ding sind als die neuesten. Die sind dann mehr im New Adult Bereich, aber da ist der Übergang, glaube ich, so ziemlich fließend. Und zwar rede ich hier von Colleen Hoover. Das erste Buch, das ich von ihr gelesen habe, war Weil ich Laken liebe, aber das habe ich nicht hier. Deswegen habe ich jetzt einfach den dritten Band dieser Reihe hergenommen, und zwar Weil wir uns lieben. Und die Reihe mag ich bis heute immer noch sehr gerne. Ich mag Wurzel und ich mag Laken. Und die beiden kommen mir auch sehr realistisch vor und ich mag das ganze Setting und so. Es ist eigentlich ziemlich gut gemacht und ich mag das immer noch. Der dritte Band war jetzt nicht so unbedingt nötig, aber okay. Ich finde halt, alle diese Bücher, die hier so drauf sind, gehen auch mehr so in dieses Contemporary Romance Ding rein, weil die Protagonisten meistens auch so ein bisschen jünger sind und auch noch zur Highschool gehen. Also Laken hier in dem Fall wohl, glaube ich, wohl nicht mehr. Aber auch bei Hope Forever war die Protagonistin und auch der Typ, glaube ich, noch so im Highschool-Alter, also 16, 17, vielleicht noch 18, aber auch nicht älter. Und die neuesten Bücher, da sind die Protagonisten halt schon etwas älter, schon Anfang 20. Und das ist dann mehr New Adult in meinem Sinne, glaube ich. Und zwar ist das zum Beispiel Maybe Someday. Da sind die Protagonisten, glaube ich, Anfang 20. Und das ist für mich viel mehr New Adult und das ist viel mehr Contemporary Romance.
Jugendbuch halt. Und ich glaube, das hier gefällt mir von ihr sehr gut bisher, was ich gelesen habe, halt diese Bücher. Abgesehen von dem, den habe ich noch nicht gelesen, aber diese restlichen Bücher haben mir sehr gut gefallen. New Adult gefällt mir von ihr nicht so richtig. Viele schwärmen ja darüber, ich nicht wirklich. Das erste, was ich von ihr gelesen habe im New Adult-Bereich, war Love and Confess. Das fand ich noch okay. Es war jetzt nichts so total Neues, nichts, was mich total umgehauen hätte, aber es war in Ordnung. Dieses Buch hat mich ziemlich aufgeregt. Dazu gibt es auch eine Rezension, die verlinke ich euch halt auch in der Infobox und so. Ja, es war halt viel zu viel mit diesem Hintergehen und Leute belügen und betrügen, die man eigentlich gerne hat. Und sowas mag ich halt überhaupt nicht. Und es wird hier halt irgendwie total rosig geredet. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe, wie ich das aufgenommen habe. Es muss vielleicht jemand beurteilen, der selber mal schon betrogen wurde. Das ist mir halt noch nicht passiert, aber ich mag sowas einfach nicht und ich mag es nicht, wenn es bei den Protagonisten passiert, die ich eigentlich toll und sehr sympathisch finden müsste. Und das ist hier halt der Fall. Und es gibt jetzt ein neues Buch von ihr, das habe ich noch nicht gelesen, aber da soll es halt auch nicht so toll sein. Da habe ich gehört, die Protagonistin soll halt so ein bisschen schwach sein und sowas. Ich bin mal gespannt, aber je mehr ich von der Autorin lese und je älter ihre Protagonisten quasi werden, umso weniger gefällt mir das. Und das ist eigentlich ziemlich schade, weil ich von Colleen Hoover in dieser Reihe noch ziemlich viel gehalten habe. Und jetzt denke ich mir so, meh. Irgendwie schade, aber ja gut, kann nicht alles für einen gemacht sein. Dann eine Autorin, von der ich jetzt nur ein Buch hier habe. Aber ja, ihr kennt die restlichen Bücher, vielleicht blende ich es auch ein, wenn ich Lust habe. Und zwar geht es jetzt um Maggie Stiefvater. Das war das erste, was ich von ihr gelesen habe nach dem Sommer. Die Mercy Falls Trilogie. Beziehungsweise gibt es ja jetzt auch einen vierten Band, aber der gehört ja nicht so richtig dazu. Den habe ich noch nicht gelesen. Egal, auf jeden Fall mochte ich das sehr gern. Ich mochte es explizit, dass es halt ruhig ist, dass es irgendwie so atmosphärisch ist, aber nicht so richtig sehr viel Action drin ist und nicht so viel passiert. Ich mochte einfach, dass es so schön ist irgendwie, dass man sich da irgendwie zu Hause fühlt und dass man die Protagonisten gut kennenlernt und auch gerne mag und deren Liebesgeschichte halt sich so langsam aufbaut, dass es halt realistisch ist. Also von der Liebesgeschichte her. Das mochte ich gerne und dann habe ich von der Autorin erstmal Ballade, glaube ich, gelesen. Da dachte ich mir schon, das ist aber nicht so toll, es war so durchschnittlich, muss man jetzt nicht lesen. Das Cover fand ich auch furchtbar. Und dann habe ich Wen der Rabe ruft gelesen. Ich glaube, die ersten beiden Bände. Und die habe ich irgendwann angefangen, quer zu lesen, so zu überspringen und so, weil ich es unheimlich langweilig fand. Auch diese Bücher sind alle unheimlich ruhig. Aber da fand ich es nicht interessant und da fand ich es auch nicht schön, weil ich die Atmosphäre einfach, ich weiß nicht. Ich mochte das alles nicht so gerne. Da wollte ich eher, dass es schneller vorangeht, dass da endlich mal was passiert, dass die endlich mal irgendwas erleben. Und ich fand es einfach langweilig. Vielleicht mochte ich auch einfach die Charaktere nicht. Vielleicht hängt es mit den Charakteren zusammen, habe ich schon öfter in mehreren Videos gesagt. Ich glaube, es liegt an den Charakteren. Wenn man die mag und deren Liebesgeschichte oder deren Beziehungen mag, dann kann man mit diesem leisen, ruhigen Ding klarkommen und dann findet man es schön. Aber wenn man die nicht so interessant findet und da auch nichts passiert, langweilt man sich schnell. Und ich habe mich furchtbar gelangweilt, in wen der Rabe ruft. Und ja, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Deswegen, bei den ersten Büchern von Maggie Stiefvater dachte ich noch so, wow, das ist eine tolle Autorin, die schreibt mal ein bisschen anders. Und ich glaube, da könnte mir viel voll gefallen. Und dann, je weiter ich gelesen habe, umso mehr habe ich gemerkt, oh, das ist manchmal vielleicht doch nicht so meins. Manchmal schade, aber ja, man muss die Erfahrung halt auch mal gemacht haben. Dann eine Autorin, wo ich gar nicht weiß, ob ich mit deren New Adult Büchern angefangen habe oder mit deren Fantasy Büchern. Ich weiß es gar nicht. Fantasy Jugendbüchern. Ich kenne auf jeden Fall beides. Und das eine davon mag ich gerne, das andere nicht so gerne. Und zwar rede ich jetzt von Jaylin alias Jennifer L. Armentrout. Wer mich kennt und schon lange verfolgt, weiß, dass ich diese Reihe von ihr unheimlich liebe. Die New Adult-Reihe beginnt mit Wait for You und geht mittlerweile bis weiß, weiß ich. Es gibt auf jeden Fall schon einige Bände aus der Reihe. Und ich liebe diese Reihe einfach, vor allem den ersten Band Wait for You. Sie hat das einfach perfekt hingekriegt, realistische Charaktere zu machen, die halt gute Seiten haben, die halt schlechte Seite haben. Und eine tolle Liebesgeschichte und auch hier und da so ein bisschen Erotik halt, wie es bei New Adult so ist. Das hat sie super hingekriegt. Bei jedem einzelnen Buch, bei dem ich ihn noch am besten finde, ich, weil ich die Charaktere einfach liebe. Aber bei den anderen Büchern halt auch echt gut. Und dann war ich natürlich total interessiert in den Fantasy-Büchern. Ich glaube, ich habe
die New Adult Bücher vorher gelesen. Ich bin mir zu 70% sicher. Auf jeden Fall habe ich die Fantasy Bücher gelesen, angefangen mit Obsidian von, wie gesagt, Jennifer Lambert, und dann war ich so ein bisschen, ja, gedämpft, würde man sagen. Es haben sehr, sehr viele darüber geschwärmt und ja, es ist kein schlechtes Buch und die Idee ist ganz interessant, auch wenn es jetzt nichts vom Aufbau her super Neues ist, aber es ist okay. Ich mochte Damon nicht. Und ich habe es nicht verstanden, wieso alle ihn so ultra toll finden und alle so schmachten. Und ich habe es nicht verstanden. Für mich war er einfach ein Mobber. Und dadurch konnte ich natürlich auch nicht nachvollziehen, wieso Katie ihn so toll findet, weil er sie halt total scheiße behandelt. Und man soll niemanden toll finden, der einen scheiße behandelt. Ganz einfach. Auch wenn er das vielleicht nicht wirklich wollte. Aber er hat es trotzdem gemacht. Und ich weiß nicht, ich könnte jemanden, der mich mobbt, nicht trotzdem toll finden und trotzdem mit dem befreundet sein wollen oder dem hinterherhecheln oder so. Und das konnte ich halt einfach in dem nicht verstehen. Und ich habe mittlerweile mehrere Bücher aus dieser Reihe gelesen. Ich habe auch ihre Dark Elements-Reihe gelesen, also die ersten beiden Bände daraus. Da finde ich das jetzt auch nicht so. Ich finde, das sind so Bücher, die sind ganz okay, aber man merkt da schon so dieses typische Jugend-Fantasy-Ding drin. Man merkt, dass es halt genauso sein will wie Twilight oder genauso sein will wie andere Fantasy-Geschichten und deswegen sich sehr, sehr stark daran annähert und sehr, sehr ähnlich einfach ist. Das ist so typisch Jugend-Fantasy-Ding und da ist einfach nichts Überraschendes drin, da ist einfach nichts drin, was mich total irgendwie eingefangen hätte, irgendwie atmosphärisch oder so. Das ist einfach so, okay, manches regt einen auf, manches findet man ganz gut, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass mir diese Fantasy-Bücher von Jennifer Armentrout total den Abend gerettet hätten oder das Lesevergnügen gegeben hätten, keine Ahnung. Ich hätte es auch genauso gut lassen können, sie nicht lesen können und ich hätte überhaupt nichts verpasst. Und das war so ein bisschen schade, weil ich halt bei denen hier so viel von der Autorin gehalten habe und denke, dass die wirklich auch vielen gefallen würden und man die auch sehr gut lesen kann und lesen sollte, vielleicht sogar, wenn man New Adult Fan ist. Und bei diesen Fantasy-Büchern von ihr denke ich so, meh, muss jetzt nicht sein, kann man machen, ist aber jetzt kein Muss. Das kann jeder anders natürlich sehen, wenn ihr totale Fans von Obsidian seid, ist das natürlich vollkommen okay, jedem das seine, aber bei mir denke ich so, ja, ist okay. Kann ich gelesen haben, muss ich jetzt aber auch nicht. Ich werde es natürlich trotzdem zu Ende lesen, wenn ich schon angefangen habe und ich es eigentlich ganz okay finde, werde ich den letzten Band auch noch, wenn ich den in der Bibliothek finde, zu Ende lesen. Aber ich bin jetzt so skeptisch, ob ich neue Fantasy-Reihe von ihr anfangen soll. Es gibt ja auch noch diese Dämonentochter-Reihe, die ich noch nicht angefasst habe oder gelesen habe. Da bin ich jetzt so skeptisch, ob ich das noch will oder nicht. Versteht ihr, was ich meine? Und die letzte Autorin ist so typisch für mich und typisch für alle anderen auch. Und da war es genau in der anderen Reihenfolge. Also ich habe erst ein Buch total geliebt, dann habe ich noch mehr von ihr gelesen und die alle auch geliebt. Und dann bin ich älter geworden und dachte mir so, vielleicht ist es doch nicht so gut. Und zwar rede ich hier von Stephanie Meyer. Angefangen hat es mit Bis zum Morgengrauen. Dieses Buch habe ich geliebt. Als ich so 16 war, 15, 16, habe ich mit diesem Buch angefangen. Und dann habe ich natürlich die gesamte Reihe gelesen, als sie so nach und nach rauskam. Und ich fand sie toll. Also den ersten Band fand ich fantastisch. Die anderen fand ich dann so, naja, waren okay, aber waren jetzt nicht so, dass sie mich total umgehauen hätten. Aber den ersten Band, den habe ich so oft gelesen und so toll habe ich den gefunden. Und dann irgendwann habe ich noch gesehen, dass sie ein Einzelband rausgebracht hatte, wobei das ja irgendwann in eine Reihe verwandelt werden sollte, was noch nicht passiert ist. Mal gucken, ob das noch kommt. Und zwar ist das Seelen. Und das ist bis heute mein absolutes Lieblingsbuch. Ich mag es auch immer noch unheimlich gerne. Es ist, wie gesagt, immer noch mein absolutes Lieblingsbuch. Und ich würde das auch jetzt, ich glaube, so schnell wird es auch keiner vom Ton stoßen. Damit hat sie wirklich was sehr, sehr Tolles geschaffen. Das macht natürlich nicht jeder, weil es richtig fett ist und echt eine Weile braucht, bis es anfängt, so richtig, richtig gut zu werden. Und so richtig was passiert quasi. Aber ich finde es toll. Ich mag vor allem diese menschliche Ebene da drin, diese Charakterbeziehungen und so und wie sie das ausgedrückt hat, das war einfach super. Muss man natürlich mögen, aber ich mag das unheimlich gerne. Und wie gesagt, jetzt bin ich älter geworden und habe jetzt auch letztes Jahr Bis zum Morgengrauen nochmal gelesen. Und ja, mittlerweile finde ich das nicht mehr so gut. Das vertritt so einige Ideen und Dinge, die ich nicht mehr vertreten kann und nicht mehr vertreten will und nicht mehr nachvollziehen kann. So, die Protagonistin ist hier drin
Bella, manchmal wird sie vielleicht so ein bisschen unterdrückt und kann nicht mal so eigene Entscheidungen treffen. Und das finde ich mittlerweile nicht mehr so gut. Es ist so ein bisschen, ja, so ein sexistischer Hauch hier drin, den ich nicht mehr so toll finde. Früher ist mir das natürlich nicht so aufgefallen, weil ich mich mit solchen Dingen noch nicht so beschäftigt habe. Aber es ist so. Es ist so, dass es so manche Dinge hier drin gibt, wo ich heutzutage denke, so, wow, wie konntest du das früher gut finden? Zum Beispiel diese eine Sache, Szene, oder es sind mehrere Szenen, die eine Sache, die Edward halt immer macht, dass er ja quasi bei ihr einbricht und sie im Schlaf beobachtet. Überhaupt beobachtet sehr oft. Und das fand ich damals so, oh, ist ja süß, er mag sie. Und heutzutage denke ich, what? Bist du ein Stalker? Das ist ja gruselig. Versteht ihr, was ich meine? Und ja, so verändert man sich halt. Und heutzutage finde ich das nicht mehr wirklich gut, weil ich mich einfach als Person weiterentwickelt habe. Und ja, es ist immer noch cool, dass sie so viel bewegen konnte mit diesem Buch und dass es mich zum Lesen gebracht hat. Deswegen werde ich immer dankbar sein, diesem Buch. Aber so richtig nochmal lesen werde ich es wahrscheinlich nicht, weil ich so als Story nicht mehr so gut finde. Und deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, ob ich weitere Bücher der Autorin lesen möchte. Wenn weitere aus dieser Reihe folgen, werde ich sie natürlich lesen, weil das mein absolutes Lieblingsbuch ist. Aber wenn sie noch was anderes schreibt, sie hat hier jetzt einen Thriller rausgebracht. Das ist sowieso nicht meine Genre, deswegen werde ich das wahrscheinlich auch eh nicht lesen. Aber wenn sie dann noch weitere Bücher vielleicht irgendwann mal rausbringt, muss ich erst mal gucken, was die Leute so dazu sagen. Deswegen ist das so eine Autorin, wo ich heutzutage nicht mehr so gehypt von ihren Büchern bin, obwohl sie immer noch halt das Buch geschrieben hat, das ich am liebsten mag. Das waren die fünf. Es hat auch lang genug gedauert. Schreibt mir, wie gesagt, gerne eure Autoren in die Kommentare, bei denen ihr halt dasselbe Gefühl hattet, wie ich jetzt bei diesen hier. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wieso das so ist. Könnt ihr auch gerne einen Grund dazu schreiben. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder bei YouTube.